Professor Lörrich einen Augenblick bitten. Das ist Professor Steger, Frau Steger, das ist Kommissar Keller. Das Zimmer von dem Hausmädchen ist hier. Hier hat der Professor sie gefunden. Sie lag auf dem Bauch, zugedeckt, fast sorgfältig zugedeckt. Keine Unordnung sonst, ist nichts verändert. Was hast du für einen Eindruck von den Leuten? Gut, der Mann ist Arzt, Psychiater. Professor Steger, haben Sie nie von ihm gehört? Nein. Er sagte, er hätte schon fürs Gericht gearbeitet. Er hat seine Praxis unten im Parterre. Sie waren gestern Abend im Theater, ja? Ja, anschließend haben wir mit Freunden gegessen und sind dann um 1 Uhr, es war ziemlich genau 1 Uhr, nach Hause gekommen. Und als wir vor dem Haus waren, da haben wir überall Licht in der Wohnung gesehen. Ja, ich habe den Polizeibericht gelesen. Ist das hier das Wohnzimmer? Ja. Es ist nichts verändert worden? Nein? Gar nichts, Herr Kommissar. Ist alles so geblieben, so wie wir es vorgefunden haben. Entschuldigung, bitte. Es ist ziemlich rätselhaft, wie der Mann auf den Balkon gekommen ist. Entweder hat er ein Seil geworfen oder vielleicht hat er sich vom Dach runtergelassen. Dann müsste der Mann ja im Haus gewesen sein. Wie kommt er da rein? Der Professor sagt, es war abgeschlossen, als er nach Hause kam. Merkwürdig, Herr Kommissar. Der Mann hat sich die Flasche aus der Küche geholt. Das Glas aus dem Schrank. Und diese Bücher aus dem Bücherschrank. Er scheint Zeitung gelesen zu haben. Er hat sich den Plattenspieler angestellt und eine Platte herausgesucht. Und dann hat er sich an meinen Schreibtisch gesetzt und hat gearbeitet. Entschuldigen Sie die Formulierung, hat natürlich nicht gearbeitet. Er hat sich Akten herausgeholt und sie durchgelesen und studiert. Und er hat dabei geraucht und meine Zigaretten geraucht. Was sind das für Akten? Na, irgendwelche. Ich habe auch erst gedacht, dass diese Akten möglicherweise eine Rolle spielen, aber es sind ganz willkürliche Unterlagen, die ich zur Vorbereitung eines Vortrages zurechtgelegt habe. Diese Uhr hat er liegen lassen. Gold. Dann hier mein Schreibtisch. Da habe ich Bargeld. Da lagen doch die Akten drauf, das muss er gesehen haben. Es hat ihn nicht interessiert. Haben wir irgendwelche Anhaltspunkte für die Todeszeit? Ja, ungefähr gegen 10 Uhr gestern Abend. Professor Steger und seine Frau sind gegen 1 zurückgekommen. Das heißt also, der Täter drang in die Wohnung ein. Wahrscheinlich hat er ein Geräusch gemacht. Vielleicht hat Frau Weise das Splittern der Scheibe gehört oder sonst irgendetwas. Jedenfalls ist sie aufgestanden und wurde erwürgt. Hier im Raum? Es gibt keinen Anhaltspunkt für den Tatort. Vielleicht hier, vielleicht in der Diele. Offensichtlich nicht in ihrem Zimmer. Aber er hat die Tote in ihr Bett wieder zurückgelegt. Und dann 3 Stunden so getan, als wäre er hier zu Hause. Ja, irgendwie schon. Der Mann hat offenbar nicht die geringste Angst gehabt. Und sein Motiv ist absolut unerklärlich. Was sind das für Bücher? Romane, Reisebeschreibungen, ganz willkürlich herausgesucht. Hm. Komisch. Setzt sich an den Schreibtisch und arbeitet, wie Sie so schön sagten. Na, er arbeitete nicht, ich meinte nur... Ja, ich weiß, Sie brauchten einen Vergleich. Ist das Ihre Jacke? Ja, das ist meine Hausjacke. Er musste sich angezogen haben. Woraus schließen Sie das? Na, weil sie sonst im Schrank hängt, im Schlafzimmer. Ach, Sie ziehen die Jacke immer an, wenn Sie sich an den Schreibtisch setzen? Ja. Wer weiß denn, dass Sie sich diese Jacke anziehen, wenn Sie arbeiten? Ja, wer soll es wissen? Ich habe keine Ahnung. Herr Professor, Sie sind Psychiater. Finden Sie das Ganze nicht ein bisschen verrückt? Ja. Ja, das ist es. Es ist sehr sonderbar. Oh Mama, entschuldige. Ich habe nicht gefasst, dass du hinter mir stehst. Hier im Bett hat sie gelegen. Ja. Bitte komm, es soll hier niemand hereinkommen. Ich bin noch reingegangen, weil die Tür offen stand. Guten Morgen, Vater. Was du? Was machst du hier? Warum kommst du her? Mama hat mich angerufen. Was du hast denn angerufen? Warum? Was soll er hier? Ich habe ihn nur angerufen, damit er weiß, was hier passiert ist. Sollte sie etwa nicht? Mein Sohn, Herr Kommissar. Guten Tag. Guten Tag. Meine Mutter hat mir erzählt, was heute Nacht hier passiert ist. Eine sehr merkwürdige Sache. Ja, das kann man wohl sagen. Ihr habt wohl einen ziemlichen Schrecken bekommen, was? Mama jedenfalls. Du auch. Ich habe keinen Schrecken bekommen. Ich war entsetzt. Ist das nicht dasselbe? Wir verbessern uns nämlich immer in unseren Formulierungen. So. Ich jedenfalls wäre auf keinen Fall ins Zimmer gegangen. Du hast doch Telefon im Schlafzimmer. Ich wäre ganz leise ins Schlafzimmer geschlichen und hätte von dort die Polizei aus angerufen. Der hat doch Musik gemacht, der hätte gar nichts gehört. Was für Musik war das eigentlich? Moderne Musik, Beat, klassische? Trauermusik vielleicht? Ja, oft damit.
Ich halte das für gar keine unwichtige Sache. Sie, Herr Kommissar? Nein, nein, durchaus nicht. Was war das für eine Musik? Ich weiß nicht, irgendeine. Ich habe es nicht registriert. Man könnte Schlüsse ziehen. Sie wissen, dass mein Vater Psychiater ist. Ja. Da gehört es zu seinem Beruf, aus gewissen Informationen, die er zu einem größeren Zusammenhang bringt, Schlüsse zu ziehen. Das ist Tiefenpsychologie. Hast du auf die Musik geachtet? Nein. Darf ich mal nachsehen? Ja, die Platte kenne ich. Wird jetzt oft gespielt. Wo hast du die denn her? Fräulein Hinz besorgt mir immer die neuesten Platten. Ja, richtig. Mein Vater nimmt seinen Beruf sehr ernst. Zeit, Stimmung und Musik, das gehört für ihn zusammen. Das ist Information für ihn. Hat er was geschrieben? Nein, keine Zahl. Ich habe nichts gefunden. Wo ist denn die Frau Weise umgebracht worden? Hier im Zimmer? Kann sein. Sicher hier im Zimmer. Wie kommst du darauf? Na, der Mann hat doch die Scheibe eingeschlagen, wie ich sehe. Das hat doch die Erna sicherlich gehört. Warum ist sie nicht in ihrem Zimmer geblieben? Das ist doch eine ganz kleine Person. Ganz schwach. Die hat doch gar keine Möglichkeit, sich zu wehren. Die fasst man doch am Hals. Und die fällt doch gleich um. Das ist doch wie einen Vogel zum Schweigen zu bringen. Wie gesagt, ich bin nur vorbeigekommen, weil Mama mich angerufen hat. Ich gehe dann wieder. Warten Sie doch. Sie wohnen nicht bei Ihren Eltern, nein? Nein. Er hat ein kleines Zimmer in der Nähe der Universität. Ach, Sie studieren? Was denn? Maschinenbau. Wissen Sie, Herr Kommissar, ich habe mir was ausgesucht, was so weit wie möglich von Psychiatrie entfernt ist. Und so kamen Sie auf Maschinenbau? Eigentlich mag ich Maschinen nicht. Sie sind mir fremd und unbegreiflich. Bitte, Herr Kommissar. Das ist meine Sekretärin, Fräulein Hinz. Guten Morgen, mein Name ist Keller. Guten Morgen, Ute. Hast du gehört, was heute Nacht hier passiert ist? Ja, natürlich. Was sagst du dazu? Was soll ich dazu sagen? Ich meine nur, weil der Peter vielleicht in eurer Patientenkartei zu finden ist. Was sagst du da? Bist du noch nicht auf den Gedanken gekommen? Ich dachte, deswegen wärst du so nervös. Wiedersehen, Ute. Ich ruf dich mal an. Ja, ist gut. Heute Abend vielleicht. Das ist das Wartezimmer. Wartet jemand? Nein, ich habe die Vormittagstermine alle umgelegt. Ja, sehr richtig, danke sehr. So, Herr Kommissar, bitte nehmen Sie doch Platz. Ja. Meine Adresse. Warum wollen Sie die eigentlich haben? Vielleicht gibt es Rückfragen. Über wen? Über meinen Vater. Über das, was er macht. Davon verstehe ich nichts. Das Gebiet, auf dem er sich so erstaunlich sicher bewegt, ist mir fremd. Aber ich frage mich, warum er so nervös war. Fanden Sie nicht auch, dass er nervös war? Sie kennen meinen Vater nicht. Er ist nie nervös. Weil er für alles, was er denkt, sieht oder tut, eine Erklärung bereit hat. Das beruhigt ihn. Diesmal nicht. Kann ich Sie irgendwo hinbringen? Nein, danke. Ich gehe zur Straßenbahn rüber. Ja, ich kann mir nicht helfen. Ich finde das Verhalten des Täters geradezu ungewöhnlich. Sie sind Psychiater. Was sagen Sie dazu? Ich kann nichts dazu sagen. Noch nichts. Zu einer Analyse fehlen mir Informationen. Die, die ich habe oder die wir haben, reichen nicht aus. Sie sind geeignet, die Fantasie anzuregen. Genau das, was ein Psychiater aus dem Spiel lassen muss. Ja, aber der Täter ist ein kranker Fall. Das kann man noch sagen. Das kann man von jedem Mörder sagen. Nur hier in besonderem Maße. Vielleicht. Ich weiß nicht. Ich sagte ja schon, ich kann mir kein genaues Bild machen. Ich kann nicht die erstbeste Erklärung nehmen, um eine Analyse zu machen. Ich frage mich ja auch nur, ob die Verfassung des Täters und die Tatsache, dass er in Ihre Wohnung eindringt, ausgerechnet in Ihre Wohnung, Herr Professor, nicht in gewissem Zusammenhang stehen. Halten Sie das für möglich, Herr Kommissar? Ja, Sie nicht? Ja, man kann es nicht ausschließen, das stimmt. So gesehen hat Ihr Sohn doch vielleicht recht. Mein Sohn? Ja, er sagte, vielleicht ist der Täter in seiner Patientenkartei zu finden. Aber nein, eine solche Schlussfolgerung kann man nicht ziehen, obwohl sie naheliegt, sich aufdringt. Auch Sie sollten sich vor zu viel Fantasie hüten, Herr Kommissar. Sie gehen der Fantasie aus dem Wege, Herr Professor. Ich muss sie haben. Für mich ist die Sache eindeutig. Es kann sich bei dem Mörder nur um einen Verrückten handeln. Und zwar um einen, der sich bei dem Professor auskennt. Vielleicht um jemanden, den er behandelt.
Aber der lässt ja an seine Patientenkartei niemand ran. Ja, natürlich nicht. Eine andere Sache, es müsste von Fingerabdrücken wimmeln. Am Glas, an der Flasche, am Plattenspieler, am Kühlschrank. Wir haben keine gefunden. Also hat der Täter Handschuhe getragen, was beweist, dass er so verrückt auch nicht sein kann. So, jetzt wissen wir es. Das Labor hat festgestellt, dass die Fingerabdrücke mit einem Tuch abgewischt worden sind. Sie haben Flusen gefunden. Ja, aber das würde ja heißen, dass Professor Stegler die Fingerabdrücke entfernt hat. Ja, genau. Nur er kommt in Frage. Er hat die Polizei verständigt und vorher ist er mit dem Tuch durch die ganze Wohnung gegangen. Ja, also das ist erstmal eine Annahme. Man soll nie die erstbeste Erklärung abgeben. Das ist nicht von mir, das ist von Professor Stegler. Schluss für heute, Fräulein Hinz. Keine Patienten mehr. Ich habe niemanden mehr angenommen, Herr Professor. Haben Sie den Karteischrank schon abgeschlossen? Nein, noch nicht. Ich hätte heute die Praxis gar nicht aufmachen sollen. Kann ich den Schlüssel haben? Entschuldigen Sie, wenn ich ihn diesmal einstecke, mit Ihnen aufnehme, aber wenn die Polizeistelle Fragen, die mich annehmen lassen, dass man sich für eine Patienten interessiert, das ist kein Misstrauen, das ich gegen Sie wende. Ich verstehe schon, Herr Professor. Gehen Sie dann auch nach Hause und stellen Sie einen automatischen Anrufbeantworter ein. Ich hätte meinen Sohn Dutz sehen. Kennen Sie ihn näher? Wir sind ein paar Mal ausgegangen. Ist das ausgegangen? Wohin? In Bars zum Tanzen. Das ist so eine ganze Weile her, fast ein Jahr. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Das wusste ich ja gar nicht. Naja, dann schließen Sie dann ab und bringen Sie den Schlüssel hinauf. Auf Wiedersehen, bis morgen, Freundin. Auf Wiedersehen, Herr Professor. Guten Abend, Herr Kommissar. Guten Abend, Frau Hinz. Entschuldigen Sie, wenn ich noch so spät vorbeikomme. Ich hätte Sie gern gesprochen. Kommen Sie doch rein. Ich störe nicht, ne? Nein. Ich würde Sie um Ihre Meinung bitten. Wie lange sind Sie schon bei Professor Stegler? Seit 2 Jahren. Ah, ist ein interessantes Gebiet, die Psychiatrie, nicht wahr? Ja, das stimmt. Kannten Sie die Tote? Anna Weise? Ja. Der Mörder hat ihr den Kehlkopf eingedrückt. Ja, ich weiß. Dann legt er die Tote in ihr Bett zurück und bleibt anschließend 3 Stunden in der Wohnung und isst, trinkt, macht Musik. Haben Sie nicht auch den Eindruck, dass es sich bei dem Mörder um einen psychisch Kranken handeln muss? Sie kennen sich ja aus durch Ihre Mitarbeit bei Professor Stegler, durch die Kenntnis der Krankengeschichten. Sie kennen sie ja. Ja. Sind diese Krankenakten in der Praxis? Ja. Haben Sie einen Schlüssel zu den Akten schon? Der Professor hat ihn. Immer? Nein, gewöhnlich ist er in meinem Schreibtisch und den verschließe ich abends. Aber heute Abend hat er ihn an sich genommen? Ja. Von Hinz, haben Sie eine Ahnung, wer der Mörder sein könnte? Ja. Sie müssen nicht antworten. Erwarten Sie jemanden? Nein. Ute? Ich sehe doch noch nicht. Mach auf. Hallo, mein Name ist Ute. Ich wollte fragen, ob du noch Lust hast. Guten Abend. Komme ich ungelegen? Nein. Wirst du vernommen? Sie wird nicht vernommen. Nein. Das würde ich Ihnen aber raten, Herr Kommissar. Wieso? Aus einem ganz einfachen Grund. Der Mörder muss aus der Praxis meines Vaters kommen. Ein Verrückter. Ich würde Sie fragen, wem Sie einen Mord zutrauen würde. Sie wird Ihnen nicht antworten. Sie hat ja Schweigepflicht. Hat der Kommissar dich danach gefragt? Und du hast selbstverständlich nicht geantwortet. Womit Sie sich zufrieden geben, Herr Kommissar? Ja, was soll ich machen? Ich nehme an, Sie wollen Fräulein Hinz abholen. Ja, ich wollte Sie abholen. Hast du Lust? Ich möchte lieber zu Hause bleiben. Aber warum denn? Wir gehen tanzen, trinken. Nicht lange, 1-2 Stunden. Oder haben dich die Ereignisse zu sehr mitgenommen? Deswegen musst du raus aus dieser Bude. Ich möchte nicht. Ach was, du kommst mit. Ich gehe einfach nicht weg, bis du dich entschlossen hast, mitzukommen. Ist noch Whisky da? Ja. Was haben Sie sich denn gefragt? Ob sie mit mir der Meinung ist, dass der Mörder sich in der Krankenkartei ihres Vaters befindet. Aber da bin ich ganz sicher. Darf ich Ihnen mal meine Meinung sagen? Ja, sie würde mich sehr interessieren. Sie dürfen den Mord nicht zu wichtig nehmen. Das war ein Zufall. Ein Unfall, der gar nicht vorgesehen war. Ach, der war nicht vorgesehen. Da bricht jemand in eine Wohnung ein und tut so, als wäre er da zu Hause. Das ist ein Vorgang von unbewusster Identifikation.
Daher die Musik und die Bücher. Die Inbesitznahme einer ganzen, wohlgeordneten Wohnung. Hat Ihnen mein Vater diese Erklärung nicht gegeben? Nein, er wollte nicht die erstbeste Erklärung abgeben. Was geht in ihm vor? Ich habe Ihnen jedenfalls die einzig mögliche Erklärung gegeben. Kommst du? Studieren Sie nicht Maschinenbau? Ja. Und doch verstehen Sie sich so gut auf Psychiatrie? Ich bin auf der Flucht davor, Herr Kommissar. Komm, wir gehen. Brauchst du nicht umzuziehen. Bleib so, wie du bist. Warum hat er Sie abgeholt? Das war doch ein Vorwand. Er kannte sich auch so gut aus in der Wohnung. Er wusste, wo der Whisky stand. Und trotzdem, ich hatte den Eindruck, dass sein Besuch ganz ungewöhnlich war. Überraschend. Und sie ging mit? Ja, sie zögerte zwar, aber sie ging mit. Und er kam gleich auf die Patientenkartei zu sprechen? Ziemlich schnell. Warum interessiert ihn das? Man kann ja nicht annehmen, dass er uns helfen will, oder? Nein, den Eindruck hatte ich nicht. Er verbirgt etwas. Er will, dass wir irgendwas nicht erfahren, von Ute Hinz nicht erfahren. Ob sein Vater ihn geschickt hat? Das glaube ich nicht. Die beiden sind doch wie Feuer und Wasser. Absolute Gegensätze. Psychiatrie und Maschinenbau. Er hat ja sogar gesagt, er ist auf der Flucht vor der Psychiatrie. Das ist doch aber auch ein bisschen hier. Besuchen Sie Ihre Eltern öfter? Nein, nicht sehr oft. Haben Sie Streit mit den Eltern, mit Ihrem Vater? Hat er das gesagt? Ich frage Sie. Wir haben Meinungsverschiedenheiten. Ganz grundsätzlicher Art. Das Alter macht entweder schwach oder grausam. Und hat es Ihnen grausam gemacht? Kalt und überheblich. Bücher über Psychiatrie? Ich denke, Sie studieren Maschinenbau. Sind das Ihre Bücher? Ja. Also was wollten Sie gestern Abend von Ute Hinz? Ich habe sie plötzlich wiedergesehen. Ganz unvermutet. Sie gefiel mir wieder. Sie hatten keinen besonderen Grund? Nein. Verlief der Abend nach Ihren Wünschen? Nein, das kann man nicht sagen. Weitergehende Fragen beantworte ich nicht. Schon gut. Können Sie sich ein besseres Zimmer leisten? Gibt Ihnen Ihr Vater nicht genug Geld? Ich nehme keins. Ich fahre Lastwagen für eine Drahtfabrik. Das wär's. Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Tag, Herr Professor. Was machen Sie hier? Ich hatte Ihren Sohn besucht. Ein paar Fragen. Fragen? Was für Fragen? Man hat mir gesagt, dass man auch meine Sprechstundenhilfe von Herrn Hinz vernommen hat. Man hat ihr Fragen nach meiner Patientenkartei gestellt. Warum tun Sie das? Sie wissen doch genau, dass es eine ärztliche Schweigepflicht gibt. Auch beim Mord? Ach, es gibt keinen Zusammenhang zwischen meinem Patienten und dem Einbruch bei mir. Da ist Ihr Sohn aber ganz anderer Ansicht. Dann ist er wahnsinnig. Ich habe unten auf der Straße gewartet. Es hat nicht lange gedauert. Nicht mal 15 Minuten, dann kam der Professor aus dem Haus. Völlig abwesend. Er ging an mir vorbei, er hat mich nicht gesehen. Was wollte er überhaupt von seinem Sohn? Ja, die Hinz hat ihm wahrscheinlich auch gesagt, dass sie mit seinem Sohn ausgewiesen ist. Diese Ute Hinz ist sein schwacher Punkt. Das Mädchen weiß was. Über irgendwas weiß die genau Bescheid. Komm dann auf den Sprung mit. Nein, Georg, es ist bereits 2 Uhr. Das sag ich doch keine Zeit. Wir nehmen noch einen Drink. Und dann schlafe ich wieder bei dir, ich weiß. Wäre das so schlimm? Du, ich muss früh aufstehen, du nicht. Ich kann nicht aufstehen, wenn jemand neben mir liegt und Zeit bis mittags hat. Ich verspreche dir, ich steh mit dir auf. Du stehst nicht mit auf, ich kenn das. Du weißt, es ist hinterhältige Verführung, die du da treibst. Das ist eine der zweitschönsten Dinge, die ich kenne. Komm! Morgen, Rewe. Na, du, meine werten Mitarbeiter sind noch nicht da? Ja, noch nicht. Die sind schon unterwegs. Da ist nämlich heute Nacht die gleiche Sache passiert. Was für eine Sache? Einbruch. Als der Besitzer nach Hause kam, sah er Licht, hörte Musik und bekam was über den Kopf. Ist der Mann tot? Nein, nicht immer gleich tot. Nur eine Kopfverletzung. Nicht sehr schlimm. Ja, wer ist der Mann? Ein gewisser Erdmann. Kunstmaler. Ach, Sie haben schon gehört. Tja, der Täter ist durchs Fenster eingestiegen. Der Täter hat Licht gemacht. Der Täter hat sich häuslich niedergelassen. Gegessen, getrunken, Musik gemacht. Ja, sogar gebadet hat er, sagt Herr Erdmann. Seinen Kittel angezogen und auf seinem Bild rumgeschmiert. Es ist derselbe Täter, Chef. Ja, und dieser Mann, dieser Kunstmaler, hat er eine Aussage gemacht? Hat er den Täter gesehen? Nichts hat er gesehen. Gar nichts.
Er sagte, als er ins Zimmer kam, war es dunkel und dann hat er eins auf die Rübe gekriegt, da wurde es ganz dunkel. Aber das Wichtigste kommt noch. Als er wieder zu sich kam, was glauben Sie, wen er da angerufen hat? Professor Steger. So ein Gesicht haben wir auch gemacht. Als ich wieder zu mir kam, als ich sah, was passiert war in meiner Wohnung, ja, den Bilder, war mein erster Gedanke Bruno. Das kann nur Bruno gewesen sein. Bruno ist mein Bruder. Ach so. Er ist nervenkrank und war Patient bei Professor Steger. Deshalb habe ich ihn angerufen, der dann liebenswürdigerweise auch gleich kam. Es war ja schließlich 2 Uhr nachts. War es Ihr Bruder? Nein, wie gesagt, das war mein erster Gedanke. Mein Bruder befindet sich in einer Anstalt, aus der er gar nicht raus kann und schon gar nicht nachts. Ich habe da inzwischen angerufen. Nicht nur ich, auch Professor Steger. Mein Bruder hat die Anstalt nicht verlassen. Das ist ganz eindeutig. Ihr Bruder ist geisteskrank? Ja. Es gibt ja Namen für alles. Er ist Schizoid. Kontaktarm. Weich und finster. Ein sehr netter Kerl. Der aber nicht zurechtkam. Irgendwie kam er nicht zurecht. Bis er dann schließlich Wahnvorstellungen bekam. Und Professor Steger hat ihn behandelt? Ja. Der Professor hat einen Namen, einen großen Namen. Ich habe volles Vertrauen zu ihm. Er machte mir Hoffnung und das lässt sich behandeln, sagte er. Das ist nichts Besonderes, woran Ihr Bruder leidet. Mein eigener Sohn leidet auch daran. Sein Sohn? Ja, sagte er. Und ich behandle ihn. Er wollte mich beruhigen, das gelang ihm auch. Ich habe großes Vertrauen zu Professor Steger. Guten Tag, Frau Hinz. Tag, Herr Kommissar. Ich möchte gerne den Herrn Professor sprechen. Der Professor ist leider nicht da. Ah, das dachte ich mir. Warten keine Patienten? Alle Termine sind für heute abgesagt. Wissen Sie, wohin der Professor gegangen ist? Nein, ich weiß es nicht. Könnte er vielleicht seinen Sohn aufgesucht haben? Ich weiß es nicht. Von Hinz, ich habe den Eindruck, dass Sie recht gut mit Alfred Steger befreundet waren. Stimmt das? Ja. Wie lange ist das her? Wie lange wohnt er nicht mehr bei seinen Eltern? Seit, das ist ein Jahr, ungefähr ein Jahr. Ist das die Patientenkartei? Ja. Würde ich da auch den Namen Alfred Steger finden? Sie müssen nicht antworten. Ich werde den Professor fragen. Darf ich mich ein bisschen zu Ihnen setzen? Ja, bitte. Wann sein Sohn krank gewesen ist und wann und wie lange er ihn behandelt hat und wie gesund er heute ist. Als ich neulich bei Ihnen war, da kam Alfred Steger. Kam er überraschend? Ja. Sie hatten ihn lange nicht gesehen? Nein. Wie lange etwa? Seitdem er von zu Hause weg ist. Und was wollte er? Ich weiß es nicht. Sie sind mit ihm ausgegangen. Darf ich fragen, wohin? Es waren mehrere Lokale. Ich kannte sie alle nicht. Und wie benahm er sich? Ich meine, trank er viel, redete er viel? Er war aufgeregt und sprach ununterbrochen. Worüber? Das weiß ich nicht mehr. Ich habe noch eine Frage, Frau Hinz. Sie sehen und hören doch hier eine ganze Menge als Mitarbeiterin eines Psychiaters. Machte Alfred Steger einen gesunden Eindruck? Guten Tag, Herr Kommissar. Ach, guten Tag, Herr Professor. Das ist schön, dass ich Sie treffe. Ich dachte schon, ich komme vergebens. Ja, bitte kommen Sie noch mal ins Zimmer. Ja, danke. Was hat der Mann gefragt? Was wollte er wissen? Bitte, Herr Kommissar. Sie haben natürlich gehört, was heute Abend passiert ist. Sie kommen deswegen, nehme ich an. Ja, das heißt. Eine merkwürdige Geschichte. Es ist der gleiche Vorgang. Eine Scheibe wird eingeschlagen. Jemand steigt ein. Ja. Sie haben ja gesehen. Sie waren noch da. Ja, ich war da. Haben Sie das Bild gesehen? Der Mann hat das Bild weitergemalt. Ein unglaublicher Vorgang. Das kann man wohl sagen. Herr Professor, würden Sie auch nur den geringsten Zweifel daran haben, dass es sich dabei um denselben Täter handelt? Nein, es ist derselbe Täter. Alles spricht dafür, dass es derselbe ist. Sie können natürlich das Krankheitsbild am besten beurteilen. Was sagen Sie dazu? Der Täter hat seine Persönlichkeit verloren, seine Identität.
Seine Identität verlieren heißt krank werden. Der Täter ist krank. Und wenn er hier einbricht, hier und anderswo, wenn er sich so benimmt, wie er sich benommen hat, dann sind das krankhafte Versuche, sich einer anderen Identität zu bemächtigen. Er verbirgt sich nicht, er will sich nicht verbergen. Er will sich zu Hause fühlen. Er nimmt Besitz von allem, was ihm wohlgeordnet scheint. Kennen Sie die Schnecken im Meer, die ihr Gehäuse verlieren, völlig schutzlos sind? Sie suchen ein anderes, in das sie sich überstülpen können, weil sie sonst verloren sind. Er hat sich an meinen Schreibtisch gesetzt, als wolle er arbeiten. Als wäre er ich. Wobei es keine Rolle spielt, dass gerade ich es bin, dessen Haut er über sich zieht. Nehmen Sie Erdmann. Der Mann ist Maler. Eine starke Persönlichkeit übrigens. Aber in diesem Fall ist der Täter stundenlang in der Wohnung, eignet sie sich an, das Schneckenhaus, das der Ungeschützte über sich zieht, weil er irgendwo zu Hause sein will. Und der Mord? Der hat mit dem eigentlichen Vorgang nichts zu tun. Es ist nur eine Nebenerscheinung. Sie hatten Ihren Sohn nicht angetroffen, nicht wahr? Ja, auch wir haben versucht, ihn aufzusuchen, aber wir standen vor geschlossenen Türen. Mein Sohn, was wollten Sie von meinem Sohn? Och, ich hatte ein interessantes Gespräch mit ihm. Worüber? Auch er sprach von dem Mord als einer Nebenerscheinung. Was? Ja, ich hatte überhaupt den Eindruck, dass er sich auf psychische Krankheiten sehr gut versteht. Er war ja auch krank und Sie haben ihn selbst behandelt. Von Hinz, haben Sie dem Kommissar was gesagt? Nein, nein, sie hat nichts gesagt. Ich hatte von Erdmann gehört, dass Ihr Sohn schizoid ist und von Ihnen behandelt wurde. Wie auch immer. Ich bin nicht verpflichtet, über meine Patienten zu reden. Selbst wenn der Patient mein eigener Sohn ist. Ihr letztes Wort? Ja. Auf Wiedersehen, Herr Professor. Herr Hinz, hatten Sie den Eindruck, dass der Kommissar meinen Sohn für den Mörder hält? Ja. Guten Abend, Herr Kommissar. Haben Sie da im Wagen auf mich gewartet? Ja, wir haben auf Sie gewartet. Sie waren den ganzen Tag nicht zu erreichen. Ich dachte, ich hätte Ihnen gesagt, dass ich tagsüber ab und zu Lastwagen fahre. Ich war mit einer Ladung Drahtrollen in Augsburg. Wollen Sie noch mal draufkommen? Ja, gerne. Bitte sehr, Herr Kommissar. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Dankeschön. Aber mal im Ernst. Ist das ein Ort, an dem man sich zu Hause fühlen kann? Welchen Ort meinen Sie? Diesen. Ich meine diesen. Dies Zimmer hier. Wie gefällt es Ihnen? Es gibt hübschere Zimmer. Die Einrichtung ist nicht besonders. Darf ich mich umziehen? Ja, selbstverständlich. Drahtrollen nach Augsburg fahren. Mache ich dreimal in der Woche. Aber diesmal bin ich irgendwie ermüdet. Ich fühle mich wie aus dem Wasser gezogen. Die Einrichtung ist nicht besonders, meinen Sie. Aber ist doch alles da. Stuhl, Bett, Tisch. Was meinen Sie? Ist es eine Sache der Form der Stühle, der Art der Tapete, der Kostbarkeit der Möbel, ob man sich mehr zu Hause fühlt? Mich würde Ihre Ansicht wirklich interessieren. Aber vielleicht kennen Sie das Gefühl nicht. Wenn man im Bett liegt, auf dem Rücken, die Augen offen hat und sich umsieht. Man sieht einen Stuhl, den Schrank da, die Wand, was auch immer. Und alles wird, je länger man hinsieht, immer fremder und unpersönlicher. Weshalb sind Sie denn gekommen, Herr Kommissar? Kennen Sie den Maler Erdmann? Ja, den kenne ich. Mein Vater kennt ihn, der hat mal ein Bild bei ihm gekauft. Und seinen Bruder behandelt. Bruno. Ach, Sie kennen Bruno Erdmann? Ja. Das ist ein junger Mensch, der hat Schwierigkeiten gehabt mit sich selbst. Mein Vater hat ihn behandelt. Erfolglos. Den armen Kerl haben Sie jetzt ja eingeliefert. Was ist denn mit Erdmann? Ist ihm was zugestoßen? Also gestern Nacht gegen 2 Uhr nach Hause kam, sah er Licht in seiner Wohnung, hörte Musik und bekam eine Vase über den Kopf, als er ins Zimmer trat. Eine Vase?
Eine Vase, sagen Sie? Eine normale Blumenvase aus Ton. Ton? Ja, Ton. Ist denn was passiert? Ist er tot? Nein, er ist nur leicht verletzt worden. Er hat Glück gehabt. Es ist gut. Nur leicht verletzt. Er hat Glück gehabt. Ja. Jetzt habe ich Lust auf einen Schluck. Nichts mehr da. Eine Vase, sagen Sie. Die liegt ja richtig schwer in der Hand. Bruno Erdmann ist zur gleichen Zeit von Ihrem Vater behandelt worden wie Sie? Ja, das stimmt. Weswegen wurden Sie behandelt? Hat Ihnen das mein Vater nicht gesagt? Er hat doch sicher mit Ihnen darüber gesprochen. Nein, er sagt, er spricht nicht über seine Patienten. Eines Tages hat er schizoides Verhalten an mir festgestellt. Junge, sagte er, du bist schizoid. Wir müssen was dagegen tun. Was ist schizoides Verhalten genau? Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Sie liegen auf dem Bett. Sie haben die Augen offen und sehen sich langsam um. Sie sehen den Stuhl, die Lampe. Und alle diese Dinge werden im Ansehen immer fremder. Und auf einmal halten Sie es nicht mehr aus. Das ist wie Flucht. Sie müssen raus, weg, damit Sie nicht selbst zu einem Stück Stuhl, zu einem Stück Teppich, zu einem Stück Wand werden. Kennen Sie so etwas nicht? Aber Sie müssen sich doch in Menschen hineinversetzen können, denen es so geht. Das ist doch gar nicht ungewöhnlich, dass es Menschen gibt, denen die Fähigkeit fehlt, Kontakt zu finden. Das ist eine Krankheit. Mein Vater würde sagen, es ist eine Krankheit, die behandelt werden muss. Sie können das Zimmer nicht ertragen. Nein, das kann ich nicht. Wissen Sie, Herr Kommissar, es gibt Menschen, die in vollkommener Einsamkeit gesetzt sind. Unfähig, das zu ändern. Obwohl sie es auf die verzweifeltste Weise versuchen. Irgendetwas ist gestört. Total gestört. Das ist die Telefonieren. Sie haben den Hörer in der Hand und wollen sprechen. Aber sie bringen kein Wort raus. Die Stimme ist weg. Solche Menschen haben das Wichtigste nicht, was ein Mensch braucht. Selbstvertrauen. Es fehlt. Es fehlt einfach. Es dauert nicht mehr lange. Nein, nein, bestimmt nicht. Wartet noch. Die Rehbein soll nicht weggehen. Rehbeinchen, da bleiben. Habt ihr ihn bald soweit? Und dann mein Vater. Ein Mensch über allen Ängsten. Sie müssen das so sehen. Die Ängste, die jeder Mensch hat, für ihn gibt es sie nicht. Seine Welt ist ohne Angst. Und eine Welt ohne Angst ist die Sehnsucht aller Menschen. Was so unsinnig scheint, ist so logisch. Die Inbesitznahme einer Welt ohne Angst. Der Mord war ein Versehen. Etwas, was nicht ins Bild gehörte. Eine Nebenerscheinung. Nur die Inbesitznahme war wichtig. Nur sie. Der Wein aus der Küche. Das Glas aus dem Schrank. Das Besteck. Die Jacke aus seinem Schlafzimmer, die Elmar trug. Sein Tisch, sein Platz, seine Akten. Es war wie das Anziehen einer neuen Haut. Bis die meines Vaters war oder die von Erdmann. Jede war besser als die eigene. Jede war besser. Sie gab für einen Moment, für ein paar Stunden eine Illusion. Natürlich war es eine Illusion, aber eine Wohltat. Sie müssen mal mit meinem Vater darüber sprechen. Ihr Vater wird uns kaum erzählen, was wir wissen wollen. Er hat alle Ihre Fingerabdrücke beseitigt. Ach, hat er? Ja, in der sorgfältigsten Weise alle Ihre Fingerabdrücke beseitigt. Jedes Glas poliert, jede Türklinke geputzt und jeden Tisch abgewischt. Mein Vater hat alle meine Fingerabdrücke beseitigt. Ihr Vater, ja. Er hat gedacht, ich sei es gewesen. Oh Herr Gott, ist das ein Witz. Fräulein Hinz? Niemand da. Machen Sie auf. Fräulein Hinz?
Sie wird nicht zu Hause sein. Ich sehe kein Licht oben. Seit wann wissen Sie, dass sie es war? Seitdem ich mit ihr in Schwabing war. Ich hatte sie lange nicht gesehen. Ich hatte selbst genug mit mir zu tun. Kam selber erst langsam zu mir. Ich war nämlich wirklich krank gewesen. Ich redete, ich war vergnügt. Ich fühlte mich gesund. Und merkte, dass sie mich nicht hörte, mich nicht verstand. Ihr Blick hatte keinen Punkt. Sie lächelte, aber sie lachte nicht. Ich sah ihr plötzlich Angst an. Angst vor Menschen. Die Angst, die aus Unsicherheit kommt. Aus totaler Unsicherheit. Ihre Stimme hatte keine Kraft. Keinen Ton. Keinen lebendigen Ton. Alles an ihr war erbarmungswürdig. Ach Gott, dachte ich. Ich weiß ja, dass sie keinen Menschen hat. Keine Eltern, keine Geschwister. Sie war immer in Gefahr gewesen, sich zurückzuziehen. Und mein Vater hat es einfach nicht gesehen, dass neben ihm ein Mensch den Kontakt mit dem Leben verlor. Und auf einem Wege war, von dem man ihn nicht mehr zurückholen konnte.